Genau, da ist es mir wieder wie Schuppen von den Haaren gefallen. Wir brauchen ein paar Schaufeln mehr. Ich nehme immer zu viel mit, aber lieber zu viel als zu wenig. Und dann hatte ich gesagt, dass ich ja den Weg weiter bauen will. Also brauchen wir auch wieder jede Menge Kies, wahrscheinlich auch wieder viel mehr als zu wenig. Und ich würde mal mich nach langer Zeit mal wieder an meiner Erde bedienen hier. Weil ich wahrscheinlich ein bisschen unterfüttern muss. Wie gesagt, viel zu viel nehme ich mit. Die rosa Wolle muss dann wieder zu den Schafen, aber als erstes gehe ich mal in die Schmiede und pack einmal die Steine hier rein, dass ich wieder mal sägen kann. Dass ich wieder mal ein paar Bruchsteinstufen mehr habe. So, da spare ich mir nämlich, wie gesagt, das Craften an der Stelle. So, jetzt bringe ich mal die Wolle zu den Schafen zurück, weil wir ja die Betten am Ende doch nicht gebraucht haben. Was ja nicht schlimm ist. Aber da freuen die sich bestimmt. So, ihr versperrt mir aber bitte nicht meinen Ausgang hier. So, und da kann die nämlich wieder ganz getrost da dazu. Und ich wollte gerade sagen, haut mir ja nicht schon wieder ab. Hier wären vielleicht auch mal coolerweise, wenn wir hier auch Druckplatten hätten. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Das dürfte eigentlich auch gar nicht so schwer sein. Das machen wir gleich. Wir holen uns mal da hinten einen Baum weg. Der eine, der mir sowieso schon ein bisschen länger ein Dorn im Auge ist, weil er hier so ein bisschen über den Weg wächst. Nicht, dass es mich stört. Aber du weißt ja, wie ich bin. So, wenn die jetzt natürlich so blöd wieder, wie sie sind, ineinander wachsen, muss ich das mal so ein bisschen hier trennen, dass der überhaupt sein Laub abwirft. Weil ich gerade Erde dabei habe. Scheiß Perfektionisten, ne? So, da können wir nämlich ganz getrost einfach mal hier aus dem hier das hier machen und aus dem hier ein paar Druckplatten machen, bestenfalls gleich mal so viel wie wir haben. Das wären dann 10 Stück. 10 Stück werden aber wahrscheinlich zu wenig sein, weil wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ställe. Das heißt, wir brauchen 16. Das heißt, wir holen uns noch einen Baum, was ja kein Problem ist. Wächst der hier mit dem so zusammen? Naja, schon. Ich weiß auch nicht. Egal, komm. Weg damit. Was wir haben, das haben wir. Und wenn der jetzt hier so, na gut, das ist, kann ich gerade nicht mehr mitnehmen, weil ich tatsächlich hier mein Inventar voll habe. Ist ja wieder cool. Eigentlich, na gut, kann ich ja mal schnell raushauen. Ich muss das ja bloß wieder zu Druckplatten machen. Das heißt, jetzt haben wir 20, das reicht auf jeden Fall. Mache ich den mal trotzdem mit weg hier, weil der sonst in den anderen so reinwächst. Einfach mal, dass sie mit verschwunden sind. Und jetzt habe ich hier Stöcke, die kann ich heraushauen. Dann nehme ich doch lieber meine Fackeln wieder mit. So, und die Setzlinge, ja gut, komm. Rekultivierung und so, ne? Wenigstens einen für zwei. Haben wir schon mal Besseres gesehen, aber wir haben ja auch noch gefühlt 300 Setzlinge im Lager. Also alles gut. So, da würde ich mal sagen, packen wir hier wenigstens ein paar Druckplatten hin, dass wenn wir wirklich mal rein und raus gehen, dass die Türen wenigstens von alleine hier öffnen und schließen. So, funktioniert. War cool, wenn ich jetzt rückwärts laufe hier. Auf, zu. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ich habe eine Macke. Ich habe so eine richtige Macke heute. So, jetzt haben wir glücklicherweise, na pass mal auf, einfache Sache. Ganz einfache Sache. Da kriegen die Häuser jetzt nämlich auch Druckplatten. Edge. Ist ja smart, ne? Ich finde das geil eigentlich. Eigentlich ist das nicht übel.
Super. Funktionieren tut's. So, dann machen wir erstmal hier die Dächelein. Da haben wir wahrscheinlich auch wieder viel zu viel von dem Kobel mitgenommen, aber ist ja egal. Ich sag hoppala, 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 hoppala. Stopp, stopp, stopp. Ich sag immer zu viel als zu wenig. Lieber zu viel als zu wenig, so rum. Ja, fliegt halt runter. So, das müssen wir natürlich sachte machen hier und nicht einfach so drauf losklicken hier. Weil sonst habt ihr ja gerade gesehen, wo das wieder hingeht dann am Ende. Das baut ja dann wieder kreuz und quer. Nur nicht dahin, wo wir hinwollen. Jetzt habe ich unglücklicherweise kein Holz für... Ne, unten weiß schon, um das Dach hier so ein bisschen zu... Wie ich es immer gemacht habe. Also quasi hier habe ich ja immer Holz drunter gebaut. Das habe ich jetzt nicht dabei. Unglücklicherweise habe ich jetzt aber auch alle meine... Ja, egal, komm. Das machen wir mal noch. Das nützt uns nichts. Habe ich jetzt die eine Leiter, habe ich jetzt natürlich auch weggeschafft. Bin ich denn blöde? Da brauche ich ja noch eine. Erstmal, du kommst wieder her. Aber wenn wir jetzt Holz holen gehen... Nee, wir gehen jetzt kein Holz holen. Wir machen das jetzt erstmal mit dem Weg weiter hier. Wir machen das erstmal jetzt mit dem Weg. Da können wir nämlich gleich wieder ein bisschen hier... Ah, ich sag, das wusste ich ja, dass das hier kommt. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen gleich, dass ich das hier irgendwie unterfüttern kann mit Erde, um den Kies dann da drauf zu legen. Wie gesagt, genug Erde habe ich dabei. Da kann ich die ruhig mal ein bisschen raushauen. Dafür haben wir ja so viel, dass ich eben hier nicht untergehe. Muss es mal so machen. Ich muss es mal so machen. Alles, was jetzt auf den Grund hier dieses Sees fällt, ist mir eigentlich egal. Wie gesagt, dafür haben wir ja genug, aber es kommt, glaube ich, auch langsam wieder hoch. Und wir nehmen es wieder auf, also haben wir genau plus minus null am Ende Erde verbraucht. Das geht halt jetzt, wie gesagt, leider nicht anders hier. Bevor ich untergehe, wollte ich gerade sagen, Hilfe! Hilfe! Hilfe, ich muss auftauchen. So, das ist gar nicht mal so geil hier. Aber es geht jetzt, wie gesagt, gerade nicht anders. Ich muss es mal so machen. So, die Fackeln können dann eigentlich prinzipiell alle weg. Dann kann ich hier, wie gesagt, erstmal... Oh, das ist, macht sich aber auch echt scheiße. Ich sollte es erst unterfüttern und dann weiterbauen. Ist auch egal, wie grob ich das jetzt hier baue. Hauptsache, es ist am Ende zweckmäßig. Ich muss es aber eigentlich fast so machen, anders ist es nicht effektiv genug. Am besten wäre es halt gewesen, ich hätte komplett dieses ganze Teil dieser Bucht hier mit Erde ausgestopft. Da hätte ich jetzt im Nachhinein nicht diese blöde Arbeit hier. Aber manchmal muss es so sein. Manchmal muss es einfach so sein. So, sprich, das machen wir jetzt. Erde, so, auf dem Level müssen wir eigentlich auch bleiben. Kann ich hier schon mal so ein Stück weitergehen. Immer so peu à peu. Wird das wieder ausgestopft hier. So, dass wir hier, wie gesagt, den Weg einmal komplett drumherum, dass alle Häuser so ein bisschen irgendwie mit dem Weg verbunden sind. Das war ja jetzt so das Ziel gewesen. Und ich finde das eigentlich auch nicht blöd. Zumindest auf der Seite hier. Auf der anderen ist es ein bisschen schwierig, weil da tut sich mein innerlicher Monk ja wieder ein bisschen schwer damit. Weil hier ist ja der Weg genau eins von den Häusern entfernt, wo die es auf der anderen Seite mit dem anderen Weg verbunden wäre, es genau zwei entfernt. Und das ist auch wieder so ein Ding wie vorhin mit der Kirche und mit den Grabsteinen. Ich kann es eigentlich nicht so richtig lösen, wie ich es ganz gerne hätte. Und das ist, ja, wie gesagt, innerlicher Monk sagt dann einfach nein und dann lassen wir es. So, das ist jetzt genau wie hier, weil ich ja hier schon mal die Kante abgesetzt hatte. Muss ich jetzt aber noch mal ein bisschen erweitern, weil sonst komme ich da nicht hin. Mit meinem Weg. So, steht hier, wir hatten hier eigentlich, kann mir mal einer sagen, wer hier eine Werkbank hingebaut hat? Hier soll doch der Weg hin. Keine Ahnung, wer das wieder war.
So, das ist das, was ich jetzt meinte. Jetzt muss ich nämlich relativ schnell und zügig hier. Naja, ich lasse es erstmal. Ich mache das mal so und werde das gleich mal um eins erweitern hier. Kann ja nicht schaden. Das kann ich ja auch unter Wasser mal ein bisschen bauen hier eben. Dass das hier grundsätzlich mal ein bisschen, wie gesagt, Lieblingswort, unterfüttert ist und ausgestopft ist. Dass wir hier eben in naher Zukunft keine Schwierigkeiten mehr haben. So, erstmal das dazu. Jetzt muss ich mir natürlich die Werkbank wieder wegsnacken hier. Die ich, wie gesagt, keine Ahnung, stelle die jetzt erstmal hier ins Haus dran. So, jetzt müssen wir hier nochmal kurz runtergehen. Da ist das hier einfach mal, weißt du, da bin ich ein bisschen erdelos und auf der anderen Seite sieht das hier wenigstens produktiv aus, wenn wir hier wirklich mal weiter bauen hätten wollen würden. Auf der Seite, dann haben wir hier wenigstens schon mal ein bisschen ein paar Anfänge gemacht. Und mein Ziel war es jetzt eigentlich, das hier um eins zu erweitern, diese Schräge. Dass ich dort vernünftig den Weg absetzen kann. Oder ansetzen kann. So, hier nämlich. Naja, vernünftig ist auch ein Unwort in dem Fall. Ich würde mal noch eins weitergehen. Jetzt weiß ich nur nicht, inwiefern das hier unten halt wieder nicht irgendwelche Strömungen entstehen und es dann die ganze Zeit irgendwo am Plätschern ist. Das ist dann auch immer ein bisschen irritierend. So nämlich. Ja, so ist glaube ich am besten. Da sind wir, wie gesagt, auf kurze oder lange Distanz mal endlich ein bisschen von der Erde los. Die wir ja auch schon seit gefühlt Jahren in unserem Lager horten. So, das erstmal so, so, so. So, 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 so. So, 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 so. Ihr wisst schon. So und so. Wupp dich hoch. Und hier noch einen dran. Dass das ein bisschen smart aussieht. Tja. Wie gesagt, wie ich dann am Ende dann das Verbindungsstück mache zu dem Strand, das weiß ich noch nicht. Sind wir jetzt wenigstens richtig hier? Ja. Wie wir das hier am Ende machen, ich weiß es nicht. Vielleicht setze ich das dann auch einfach mit Sand hier so ein bisschen fort und mache das komplett so schräg, weißt du? Dass wir dafür hier wieder ein bisschen mehr schaffen. Oder ich gehe gleich so weit nach vorne, dass das mit dem Sand dann genau eine Schräge wird. Das könnten wir natürlich auch machen. Ja, weiß ich aber nicht. Nee, da müsste man ja bis hierhin Sand machen, weil ich ja ungefähr wirklich wie mit dem Messer geschnitten hier eigentlich so machen wollte. Also müsste das schon wieder Sand und hier könnten wir jetzt, wie gesagt, einfach ist. Ah, ich mache das jetzt mal hier unter Wasser erstmal überall einen noch dazu. Das langsam erhöhen. Bauen wir eben unter Wasser weiter, was soll's. Solange wir immer rechtzeitig auftauchen, kann uns ja eigentlich schon gar nichts passieren. Okay. Wenn wir das jetzt noch einmal machen, können wir dann den Rest auf jeden Fall schon mal von oben machen dann. Ist ja nur wegen der Tiefe, weißt du, wir müssen dann sowieso runter und von oben kann ich es dann nicht erreichen, deswegen muss ich unter Wasser ein bisschen schon mal ausstopfen und den Rest kann ich dann von oben bauen. Dann passt das wieder und das machen wir jetzt noch ganz schnell hier fertig und dann ist auch schon wieder die Folge rum. Und wir sehen uns dann gleich natürlich in der nächsten Folge wieder, wo wir das dann hier fertigstellen. Bis gleich!